So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Herr der Ringe Online. An diesem wunderschönen verregneten Mittag des 12. Tages. Bla, keine Ahnung. Nee, heute ist der 5.4. Mensch. Ach, krass. Heute ist der 5.4.? Also auf jeden Fall muss ich mich mal entschuldigen. Es sind tatsächlich ein paar Tage lang kam, naja, keine Folge raus. Lag daran, dass ich erkältet war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich wollte nicht, vor allem nicht die 100. Ach Quatsch, nicht die 100. Die 500. Folge wollte ich nicht damit verbringen, die ganze Zeit zu husten und meine Nase zu schnauben. Das wäre irgendwie scheiße gewesen, deswegen, naja, konnte ich halt nicht aufnehmen. Und, naja, deswegen spiele ich halt einfach jetzt. Ne, auch ein bisschen später jetzt, aber gut. Wie spät ist jetzt? 11:07 Uhr. Okay, also abends, also 23:07 Uhr. Ich wollte etwas tun, ich habe da etwas vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert alles, sollte eigentlich. Dazu brauche ich aber diesen netten Herren oder diese Dame, ich weiß nicht, wer es ist, der oder die hier steht. Ja, hier. Musikant des Dunlands. Ich habe Hallöchen. euresgleichen noch nie gesehen. Ich nehme mal nehme ich die Klarinette oder die Laute? Ich nehme mal die Klarinette. Ich glaube, ach komm, ich kaufe einfach beide. Okay, Musik, bla bla bla, Musikinstrument erworben, bla. Musik spielen, bla bla bla, okay. Und nochmal die Laute. So. Und jetzt möchte ich Folgendes tun. Einen Moment. Ich habe ja hier, warte mal, das ist Klassenfeld, das ist Handwerkszeug, das will ich nicht. Hier ist die Fernkampfwaffe. Die packe ich mal. Ich packe die mal, ich mache das mal hier leer, dann kann ich da ein bisschen besser das einsortieren. Warte mal. Also die Fernkampfwaffe packe ich jetzt erstmal hier hin. So. Ja, dahin. Und jetzt nochmal die Laute. Wo ist sie denn hin? Ach, da unten sind die beiden. Okay. Halt, ne, nehmen wir mal die Laute. So. Wollen wir die mal anlegen? So. Und dann mache ich einfach mal ein bisschen Musik. Warte, dann gehe ich mal. Pff, keine Ahnung, jetzt regnet sie überall. Wie scheiße. Warte. Das geht irgendwie so. Na, jetzt. Slash Musik. So, und jetzt, warte, warte, warte. Slash. Ach nee, Slash Spielen ist das ja. Und zwar, jetzt habe ich mir hier. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, nee, ich habe mir hier die ganzen Files mal einfach Screenshot gemacht, damit ich weiß, wie die heißen. Nehmen wir mal. Fangen wir mal an mit. Boah, ist schwierig. Nehmen wir mal einfach das hier. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob man das lesen kann. Wenn nicht, dann könnt ihr mal raten. Ach, da oben steht's, ja. Dam. 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 Hallo? Erkennt man das? Ja, also das mit der Musik ist auch sehr schön. Also das sollte eigentlich da. Star Trek. Heute ist übrigens, also wenn die Folge rauskommt, nicht mehr, aber heute ist First Contact Day, also der Tag des ersten Kontakts in Star Trek. Warte, mach ich mal Slash Musik nochmal. Haben wir nicht noch was anderes? Slash Spielen, und zwar das hier. So. Man hört irgendwie gar nichts, ne? Kann man nicht mal die Lautstärke davon? Warte mal. Audio, ich glaube, ich habe ihn schon auf Maximum gestellt. Ja, okay. So viel dazu. Ja. Zum Glück erkennt man alles. Dam, da, dam, 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 dam. Na. Alter,
Was ist das denn? Dam da da dam 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 da da dam da da dam da 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 dam da. Alter, das hört sich so scheiße an. Das soll Star Trek The Next Generation sein. What the fuck? Also wie gesagt, heute First Contact Day, also der Tag, an dem in Star Trek First Contact, also in dem Film Star Trek 8, der erste Kontakt auf Deutsch, naja, da hatten sie sich halt das Datum, den 5.4. ausgesucht für den ersten Kontakt zwischen Menschen und Vulkaniern, ne, und auch den Tag des ersten Warpfluges, damals von Saffron Cochrane, also damals ist gut, also 2063, ne. Wer weiß, ob das so kommen wird. Man weiß es nicht. Ich denke nicht, aber... Ja. Ist ja unwahrscheinlich. Ich denke eher, das wird eher der 6.4. sein. Oder nicht der 5.4. Nee, keine Ahnung. Der Tag wurde, glaube ich, ausgewählt, weil irgendwie ein Sohn von dem, der das geschrieben hatte, an dem Tag Geburtstag hatte. Keine Ahnung. So viel dazu. Ja. Und hat man was erkannt? Ich glaube nicht. Also ich... Ja. Ich mach mal... Oh, das war doch falsch. Ich mach mal hier slash, huch, nicht gegen das Mikro kommen, slash spielen. Und zwar haben wir hier noch tolle Dinge, zum Beispiel, ja, nehmen wir mal das hier. Ich müsste eigentlich die Musik mal ausmachen im Hintergrund. Musiklautstärke? Warte mal. Kann ich nicht einfach die Musik stumm schalten? Nee, ne? Kann ich... Huch! Wollte ich gar nicht. Okay, die ist auf 47. Dann stelle ich sie mal runter auf 0. Na, wer kennt das? Zelda, Lost Woods. Oder Sarias Song, ich weiß es nicht. So, was haben wir noch Schönes? Du, 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 du. Nehmen wir mal... nee, slash spielen. Da-da-da-dam. Da 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 dam, da 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 dam, da 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 dam, dam. Nee. Keine Ahnung. Hallo? Dam dam, da 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 dam. Ja, okay. Es soll dem auch nur ähneln, das ist das Problem. Also es ist eigentlich nicht das Richtige, sondern es ähnelt dem nur. Eigentlich. Also es ist eigentlich gar nicht Star Wars, was jetzt hier gerade gespielt wird, sondern es ist nur, naja, ein Musikstück, das dem halt ähnlich sieht. Oder sich ähnlich anhört. Was haben wir denn hier noch? Was ich auch überhaupt nicht erkannt habe, war zum Beispiel... Wie heißt das Ding? Warte. Wie heißt die Datei? Halt, jetzt muss ich mal nachgucken, ganz kurz. Also, so heißt die. Hier. What the fuck ist das? Was ist los mit diesem Musikstück? So sollte das klingen, eigentlich. So ähnlich zumindest. Toll. Nee, warte, das ist das Falsche. Das war Star Trek The Next Generation, warte. Nee. Schon wieder falsch. Bringe ich das dauernd durcheinander. Na, es soll eigentlich das Star Trek Voyager Intro sein, man kann es überhaupt nicht erkennen.
dam 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 da 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 dam dam da 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 dam da 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 dam da da dam da dam. Irgendwie so. Theoretisch. Aber praktisch ist das irgendwie nicht ganz das Richtige. So ein bisschen daneben, aber gut. Was haben wir denn noch hier? Nehmen wir mal schon wieder. Ich habe noch andere, aber nehmen wir mal das hier. Huch, jetzt hat sie sich gedreht. Mist. Ich glaube, das kann man erkennen, oder? Zelda! Ach, wie schön. Geht das jetzt endlos, oder was? Ah, nee, jetzt ist Schluss. Nee, jetzt ist Schluss? Fragezeichen? Keine Ahnung. Ich habe noch andere... Ach, Mann, warte. Ich habe noch andere, ich muss bloß ein bisschen ranzoomen, damit ich es auch lesen kann. Das hier, warte mal. Das soll The Shire, also das Auenland sein? Was haben wir denn noch? Warte mal. Nehmen wir mal das hier. Irgendwie so sollte es klingen, aber ich kann es jetzt partout nicht raushören, es tut mir leid. Was haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht, was das hier noch ist. Die Dateien sind alle so komisch benannt hier. Hatwa, was soll denn Hatwa sein? Also irgendwie ist das Interpret und dann das Lied, also, aber so ähnlich halt. Aber was ist denn Hat? Ah, ich weiß, was es ist. Warte. Glaube ich. Ah! Das ist das hier. La la la, baby, don't hurt me. What is love? Naja, kennst du ja. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Schön. Ja, also heute irgendwie jetzt keine sehr produktive Folge. Dafür stehe ich die ganze Zeit rum und spiele Musik. Das ist doch auch schön, ja? Kannst du auch mal machen. Dum, 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 dum. Ah!
Huch, so lauter im Hintergrund. Oh, Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Okay, das erkennt man doch ein bisschen. Warte. Wie ist das geschrieben? So. Dödödüm. Dödödüm. Huch, Mann. Hallo? Geht es noch weiter? War es das jetzt? Das war aber sehr kurz. Ja, vielleicht. Dü, dü, dü. Dü, 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 dü. Ja. Dü, dü, dü. Irgendwie so. Also irgendwie so. Also ist in Dreams. Dum, 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 da, da, dum. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz. Ich mach mal das Interface wieder an. Ich sehe ja sonst nichts. Ich muss. Ah ja, genau. Halt C und I brauche ich. Und dann tausche ich mal ganz kurz das Instrument aus. Ah, es geht jetzt nicht. Okay, warte. Jetzt Musik unterbrochen. Jetzt kann ich austauschen. So. Stand ich hier? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich gehe jetzt mal hier hin. So. Keine Ahnung. So, ist schön hier der Tag. Bis auf den Regen vielleicht. Jetzt haben wir mal die andere Dings ausgerüstet. Die Klarinette ist das, ne? Slash Musik. So. Slash Spiele. Nehmen wir mal. Was haben wir denn noch Schönes? Ich habe mir auch nicht alles angehört. Was ist das hier? Für Flöte. Ich bin Gandalf der Weiße. Krieg ist über Rohan gekommen. Wir müssen nach Edoras reiten. Geschwind. Flieg, Schattenfell, oder irgendwie so. Naja.
Naja, kennen wir ja. So, okay, was haben wir noch Schönes? Nehmen wir mal nicht nur Herr der Ringe, nehmen wir auch mal, ich bin so viele. Ich habe hier auch noch hier, das kennt ihr bestimmt, warte. Übrigens gehen die englischen Befehle nicht, habe ich bemerkt. Also wenn ich slash music auf Englisch, also mit C eingebe, geht's nicht, oder slash play. Ja, ja, sehr schön. Weiter. Ja, dieser Kampflärm im Hintergrund immer. Ach, Monkey Island. Ich habe hier noch ein paar andere Themes von anderen Spielen und Filmen. Warte mal, was habe ich denn hier noch? Muss ich gerade mal gucken, was ist denn hier überhaupt ein Theme? Ah, warte, das hier glaube ich. Ah, ja, okay, was haben wir denn noch? Halt. Ach, hier, das können wir auch noch nehmen. Ah, dieser Kampfeslärm. Ich will hier in Ruhe Musik spielen. Ist ja schlimm, echt. Ist ja wie auf der Titanic, wo die Leute da noch diese Band noch Musik gespielt haben und alle Leute schreien, weil das Schiff untergeht. Ist voll unhöflich. Echt mal. Nee, aber haben sie wirklich gemacht, ne? Wenn ich mich nicht irre. War's das schon? Du spielst doch noch, oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Komisch. Das Blöde ist, man sieht doch nicht, wenn er fertig ist. Das ist total toll. Was war das denn gerade? Warte, was ist das denn hier? Warte. Huch. Ihr könnt ja mal raten, also da unten mal nicht hingucken, sondern einfach mal raten. Also wenn ihr es überhaupt lesen könnt, ist ja so klein, ich kann es ja selber kaum lesen. So, na gut. Was haben wir denn noch? Das war Back to the Future, jetzt haben wir noch... Na, das ist jetzt aber... wenn ihr das jetzt nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht. Warte mal.
Jetzt werde ich langsam müde. Okay, wollen wir das mal lassen? Ich weiß ja nicht, ob das nicht langsam langweilig wird. Was haben wir denn noch Schönes? Aber gut, wir haben 499 Folgen lang, naja, fast bis auf die Special-Folgen vielleicht, die ganze Zeit nur gequestet oder Scharmütze oder was weiß ich gemacht. Na gut, wenn ich die dazu zähle, dann auch die Special-Folgen, ne? Da kannst du einfach mal was anderes machen, eine Folge lang. Ja, musst ja nicht jedes Mal nur questen. Ja? Wenn sich jetzt irgendwer beschwert, dass nichts Besonderes passiert, ist doch mal was Besonderes. Habe ich noch nie gemacht vorher. Musik gespielt. Also übrigens, es gibt einen Ordner in, ich glaube in Dokumente. Warte, ach, hier oben steht's ja auch. Eigene Dokumente The Lords of the Rings online. Und dann müsst ihr einen Ordner namens Music erstellen. Also M-U-S-I-C. Also praktisch das englische Wort für Music. Und da könnt ihr diese ABC-Dateien runter, also reinpacken. Und dann kann man die hier abspielen. Also einfach mal googeln nach Lotro ABC oder Lotro Musik oder keine Ahnung. Oder Starbound gibt es jetzt auch. Starbound nutzt ja dieses ABC-Dings auch. Also dieses File, dieses Dateiformat. Nutzt Starbound jetzt auch. Das ist auch ein Spiel, wer das nicht kennt. So, warte. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was wollte ich denn noch spielen? Also hier. Musik. Warte, nehmen wir mal das hier. Na? Ja. Ja, irgendwie so. Entschuldigung, ich bin doch noch ein bisschen krank. Es tut mir leid. Aber ich habe nach erst... Wie? Was? 30 Minuten schon fast habe ich erst gehustet, ja? Also, man möge mir verzeihen. Ja, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Ich glaube, sonst habe ich mehr gehustet. Naja. Also, neuer Rekord ist gut, aber ist halt, ne? Dafür, dass ich Erkältung habe jetzt. Also, ihr wisst, was ich meine. Okay. Haben wir noch was Schönes? Was nehmen wir denn mal zum Abschluss? Moment. Was nehmen wir denn zum Abschluss? Das können wir nehmen. Warte, das ist gut. Das ist ein guter Abschluss. Always look on the bright side of life. Life's a piece of shit. When you look at it, life's alone and it's blah blah blah. When you sit in the dark, that's a silly shark. La 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 la. Ich kenne den Text nicht. Ja. Right. Nee. Always look on the right. Ich finde jetzt gerade den Anfang oder den Einstieg irgendwie gerade nicht. Ist aber auch schwierig. Side of life. Du-du. Du-du-du-du-du-du. Always. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Always look on the bright side of death. When you wanna take your terminal breath. Ich glaube, der Text ist falsch, den ich hier singe. Aber ist ja auch egal, die Melodie auch scheiße. Please look on the bright side of life. Du-du, 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 du-du.
Always look on the light side of life. Du-du-du-du-du-du-du. Oh, und schon Schluss. Ja. Tja. Hm. Hat jemand von euch hier Dings gesehen? Wie heißt es? Lass mich lügen. Das Leben des Brian, genau. Müsst ihr mal gucken, der Film ist echt nicht schlecht. Müsste mal so ein Let's Watch machen, aber es geht aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Leider. Schade eigentlich. Wenn es mal so ein Let's... Was machst du denn da hier? Die steht da und schreit und was... Alter, steht da so eine Frau neben mir und schreit. Was soll denn das? Was ist das überhaupt für ein Titel? Mit Verlangen nach Freiheit. Alter, was ist das für ein Titel? What the fuck? Alter, also, wenn irgendjemand mal eine Statue von mir aufstellt, ja, also dann möchte ich nicht, dass da als Titel drunter steht, mit Verlangen nach Freiheit. What the fuck? Feinde des Todes ist schon besser. So, frage ich mal. Mal sehen, ob sie das liest. Ich weiß ja nicht. What the fuck? Mit Verlangen nach Freiheit. Was für ein Titel? Was soll denn das? Ich müsste jetzt eigentlich, warte mal, jetzt kämpft sie gerade, habe ich da passende Musik? Genau, warte. Da, / Musik. Ach Mist, jetzt hat sie aufgehört. Das hier? Jetzt bin ich... Na Mann, dieser Husten. Okay. Ich glaube, das reicht auch erstmal für diese Folge, ne? Machen wir mal eine kürzere Special-Folge. Mir fällt leider auch nicht viel ein. Was soll ich denn sonst noch machen? Ich habe ja eigentlich alles durch. Ich meine, ich könnte jetzt wieder Scharmütze machen. Ja. Aber ich habe eigentlich alles durch an Sachen, die ich jetzt noch in Special machen könnte. Ich könnte mal eine Instanz machen, aber da brauche ich längere Vorbereitungszeit. Vor allem muss ich da andere Leute noch vielleicht suchen. Das ist immer schwierig, da spontan was zu finden. Vor allem, wenn ich jetzt im Chat irgendwas suche, dauert es wieder eine Stunde, bis ich da Leute gefunden habe. Übrigens müsste ich mal, habe ich noch da, wollte ich auf jeden Fall mal spielen, Super Mario Bros. 3. Richtig? So viele Mario-Spiele erstmal durchsehen. Super Mario Bros. 3, doch, genau richtig. Die Sippen des Dunlands haben eine stolze Geschichte. Das gilt besonders für die Falken. Übrigens, das mache ich beim nächsten Mal, ne? So, was wollte ich... Ah ja, genau. Bevor ich jetzt hier aufhöre, muss ich mal ganz kurz... Die Musiklautstärke war bei 47. Halt, 47. So, annehmen. Okay. Gut, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt mal was anderes war und ich jetzt mal nicht weitergekommen bin, wirklich. Sondern einfach mal... Achso, halt daran denken, sonst wundere ich mich nächstes Mal wieder. Lalalala, erstmal vielleicht Bogen ausrüsten. So, okay. Ja, auch wenn ich jetzt nicht wirklich weitergekommen bin, aber mein Gott. Man muss ja nicht jedes Mal questen, ja. Das haben wir so oft schon gemacht. Ne? Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, also wer jetzt hier Questen erwartet hat, ja, der ist denn mal falsch gewesen in der Folge. Ne? Ansonsten möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass halt ein bisschen ausgefallen ist. Es tut mir leid. Das ist, ja, was soll ich machen? Ich will nicht die ganze Folge zuhusten. Das wäre auch irgendwie scheiße, deswegen. Ne? So. Na gut, mit diesem wunderschönen Ausblick, ich glaube, ich mal einfach, keine Ahnung. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wo wir dann... Ach, dieser blöde Baum ist im Weg. Wo wir dann, mit Katrin sprechen.
Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde mal sagen, always look on the bright side of life. Und da heute ja immer noch First Contact Day ist, mache ich mal hier so einen Vulkanier-Gruß und sage einfach mal, lebt lange und in Frieden.